preisgünstige B-Mobils, die gibt es tatsächlich. Wenn man bestimmte Bauteile weglässt, kann man viel Geld sparen, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Also hier sind jetzt Kunststofffenster drin in dem schönen B-Mobil. Der ist auf einem Mercedes-Benz Allrad. Das ist ein schönes Schlechtwege-Fahrzeug, der auch schon einiges kann. Aber mit dem kann ich echte Weltreisen machen. Und da ist alles drin, was ein B-Mobil ausmacht. Ich grüße dich, Carsten. Ja, hallo Sven. Klar kann ich eine Weltreise mit dem Auto machen. Ich habe halt hier aber mit dem HR380 eher ein Auto, was wir für urbane Reisen eigentlich gedacht haben, weil ich doch relativ wenig Wasser, relativ wenig Strom dabei habe. Aber wenn ich mich unterwegs versorgen kann, kann ich damit auch eine Weltreise machen. Es geht ja auch darum, es hat vielleicht nicht jeder 500.000 Euro. Ihr bietet tatsächlich auch B-Mobile an, die so preiswert sind, dass die meisten denken, das geht gar nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Ihr habt nicht immer nur B-Mobile für, ich sag mal, 300.000 Euro, 400.000, 500.000. Nein, wir haben ja bei diesen gerade Sprinter-Modelle, Pickup-Modelle, haben wir doch durchaus humane Einstiegspreise. Und wenn ich so ein Fahrzeug, das ist ein 4,1-Tonner, wenn ich den als 3,5-Tonner fahren will, was mit geringer Zuladung noch möglich ist, muss ich natürlich auch bei der Ausrüstung sparen, um eben noch eine Restzuladung zu haben. Und das funktioniert. Allein die Echtglasfenster wären knapp 100 Kilo schwerer. Das ist schon eine Menge Holz. Du hast bei 3,5 Tonnen eine Restzuladung von roundabout 300 Kilo. Da muss der Kunde auch unterschreiben, dass er das weiß. Das mag in einigen Ländern ziemlich egal sein, wie die Restzuladung ist. In Europa ist darauf dringlich zu achten. Oh ja, also hier in Deutschland ist es noch irgendwo mit einem gewissen Toleranzbereich versehen. Aber in Skandinavien, wenn du über 3,5 Tonnen bist, steigst du aus. Dann steigst du aus. Und man kann ja hier viel einladen. Das heißt, man kann ihn auflasten später. Jetzt haben die Österreicher ja was ganz Gemeines erfunden seit diesem Jahr. Ich hoffe, du hast mitbekommen. Was meinst du? Fahrzeuge, die in den Papieren bereits aufgelastet sind und abgelastet werden, brauchen eine Go-Box. Das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ja, ganz neu. Aber die Österreicher wollen wie immer nur unser Bestes. Ja, die wollen unser Bestes, unser Geld. Das heißt, du hast einen 4,25 Tonner, den du ablastest auf 3,5 Tonnen, musst eine Go-Box haben. Habe ich jetzt auch das erste Mal gehört. Ist wirklich so. Ja. Ich habe das gehört und habe mir gedacht, okay, man kann aber auch den umgekehrten Weg gehen mit einer Luftfeder und könnte ihn entsprechend auflasten später. Das ginge dann auch. Aber ist das Thema 3,5 Tonnen so stark bei euch eigentlich? Kaum noch. Kaum noch. Wirklich kaum noch. Also wir erklären es den Leuten ja auch, dass man sagt, die vermeintlichen Vorteile eines 3,5-Tonners kann man ja in Europa kaum noch nutzen. Ja, das heißt, schnell fahren kann ich nirgends mehr und klar gibt es wenige Einschränkungen mit 3,5 Tonnen. Gerade in Österreich, wo du es erwähnt hast, die haben halt immer 3,5 Tonnen, da darfst du fahren und dann steht über 3,5 Tonnen, Quell- und Zielverkehr ist frei. Das heißt, wenn ich irgendwo hinten rein will ins Tal, dann habe ich ein Ziel und dann darf ich da reinfahren. Die wollen halt nur nicht, dass die Leute die Maut umgehen. Das sieht man hier sehr schön. 178.760 Euro. Viele denken, das ist ein Schreibfehler. Nein, das ist der Einstiegspreis von dem HR380 in einfacher Ausstattung. Dieser Grundriss hier, der wird dir so die Schuhe ausziehen. Das meine ich jetzt ernst. Das ist einer der besten Grundrisse für mich persönlich, muss ich sagen, in der Raumausnutzung. Weil du hast ein sehr kurzes Fahrzeug. Eigentlich ist das Auto fast 2 Meter länger. Ja klar, wenn ich das Bett dazu rechne in der Länge, logisch. So, und das können wir uns jetzt mal anschauen. Da ist der Mercedes-Benz drauf. Der ist im Preis mit drin. Ich muss mal, also es ist nicht nur der Ausbau. Also wir verkaufen in der Klasse das Komplettfahrzeug. Allein schon das Basisfahrzeug kostet 90. Basisfahrzeug Sprinter ist nicht günstig, ja. Ist nicht günstig. Das ist im Preis mit drin? Natürlich. Gut, das heißt die gleiche Aufbauqualität oder werden die jetzt irgendwo in Bulgarien, Tschechien? Nein, wir fertigen alles bei uns im Werk in der Nähe von München und immer gleiche Qualität, egal ob Pickup, Reisemobil, Expeditionsmobil. Egal. Also wenn ich dich maximal schädigen will, dann bestelle ich so ein Auto. Ja, richtig. Gut. Sehr schön. Ich zeig das mal. Das heißt, die gleiche Tür, das heißt auch die Verriegelung, ihr nehmt da jetzt nicht irgendeine Campingtür. Nein, das ist immer genau das Gleiche. Ihr baut die selber, die Türen? Diese Türen fertigen wir selber. Guck mal hier, unten der Riegel, John. Siehst du den? Ja. Das ist Stahl und kein, also das kommt aus dem Nutzfahrzeugbereich. Wenn die Tür zu ist, ist die zu. Bitte nicht über die Tür probieren, da brauchst du eine Flex. Genau. Das ist wiederum laut. Das ist laut, ja. Jetzt geh mal rein und jetzt guck dich doch mal um. Und sag mir mal, was dir auffällt direkt mal, Jan. Also jetzt vom Grundriss her. Dass es eine Hecksitzgruppe hat, also eine Grundsitzgruppe. Ja, und guck dir mal die Länge von der Hecksitzgruppe an. Ja, riesig lang, das stimmt. So, und das heißt, du kannst hier schon mal drauf schlafen, hier unten.
Hier könnte ein Kind schon mal drauf schlafen? Ja, wobei das ist ein reiner Zwei-Personen-Grundriss, weil wir keinen dritten Gurt haben. Wir haben keinen dritten Gurt. Ginge vorne die Ausstattung mit 3 Sitzplätzen, wäre das möglich? Selbstverständlich, aber wenn du mal kurz 180 Grad schwenkst, dann ist hier der Sitz und der Durchgang zum Fahrerhaus verschlossen. Geht nicht. Also das heißt, macht bei dem Fahrzeug, wäre möglich, macht aber keinen Sinn. Das heißt, ich müsste dann quasi außen rumlaufen, außen einsteigen. Genau. Ist nicht so schön. Also es ist eigentlich ein Zwei-Personen-Auto. Ein Zwei-Personen-Auto. Genau. So, man könnte ja noch auf die Idee kommen, noch ein Schnierle-Sitz in die Mitte, aber ich glaube, die Fragen kommen, da gibt es natürlich einen anderen Grundriss für. Wir haben ja genug Grundrisse, wo man 3, 4, 5 Personen sinnvoll nutzen kann, auch für lange Winterabende nutzen kann. Wie gesagt, hier ist die Auslegung, 2 Personen. Es geht um die Vorwegnahme von Einwänden, weil die Frage käme nämlich direkt, kriege ich auch noch das Enkelchen unter? Ja. Jein. Also wie gesagt, wie der Stefan sagt, mit der Sitzbank vorne. Ich kann es zur Not hier unten schlafen lassen, aber ich nehme mir halt die ganzen Vorteile mit dem Durchgang. Das sieht man hier. Die Rundsitzgruppe, die ist unglaublich beliebt, oder? Die ist super. Ich kann wirklich mich in die Ecke lümmeln, reinfläzen, genießen. Echt schön. Das ist das erste Mal, dass ich nicht gemerkt habe, wo das Bett ist. Und ich habe gedacht, es wäre eventuell vorne. Dann gucke ich, da vorne ist doch ein Schrank. Und dann gucke ich über mich und dann sehe ich, oh, da ist das Bett versteckt. Das Bett ist nicht ganz oben, oder? Nein, aber es muss ja noch Platz für Bettzeug sein. Ja, für Bettwäsche und so. Genau. Okay. Das wird ja entsprechend komprimiert, ja, wenn man dann drauf ist. Da ist natürlich entsprechende Technik drin. Und das Ganze fährt rauf und runter. Ist das rüttelpissenfest, so ein Hubbett? Nein. Also wenn man moderat fährt, ja, aber wenn man jetzt wochenlang Piste fährt, würde ich diese Konstruktion nicht empfehlen. Wie gesagt, die Auslegung ist hier Reisemobil. Und nicht expeditionsmobil. Gut, das heißt aber jetzt mal ein schlechter Weg oder so irgendwas, also eine Landstraße. Du kennst ja selber die Landstraßen. Wir sprechen jetzt Offroad-Sahara-Rüttelpiste. Darüber sprechen wir. Der ganz normale, ich sag mal, Offroad-Bereich, das geht. Schlecht Wege geht. Du kannst also auch in Berlin um die Autobahn rumfahren. Das funktioniert auch. Das hält das Bett auch aus. Aber dauerhaft Piste fahren würde ich jetzt nicht. Gut, sehr schön, dass wir das wissen nur. Denn das ist nämlich der Grund, weil ich nämlich immer gesagt, ich will nämlich ein Hubbett haben und gesagt, ja, Piste nicht. Genau, so ist es. Sehr schön. Ja, kommen mal alle rein. Carsten, mach mal zu bitte. Und wir schließen mal ganz kurz ab. Und da sieht man sehr schön, wenn ihr euch mal alle reinsetzt bitte. Und du auch mal, Can. Das sind jetzt 4 Personen. Jetzt könnte noch die nette Sitzgruppe kommen. Draußen steht ein rotes Reisemobil vor der Tür. Hast du das schon gesehen? Ist mir schon mal über den Weg gelaufen, ja. Steht drauf Abenteuer. Abenteuertouren. Abenteuertouren steht drauf. Ja, da ist auch, glaube ich, eine Rundsitzgruppe drin, oder? Da ist auch eine Rundsitzgruppe. Das ist derselbe Grundriss, wie wir in dem Grüning gesehen haben, in dem LBX 434. Okay. Längsbetten im Alkoven, Rundsitzgruppe hinten. So, und das ist das, was die Leute liegen. Und wenn du mal gerade mal das Bein mal ausstreckst hier unten, und dann sieht man sehr schön, ich zeige das mal gerade hier, es sind nagelneu die Schuhe, also ist noch nicht mal direkt drunter, dass man das sieht. Da ist so viel Platz drauf, da kann ich mich tagsüber auch mal hinlegen und kann auch mal, oder? Ja, natürlich. Okay, ist Polster weg? Kann mich reinfläzen, kann ein Buch lesen. Hast du Löcker hin? Ja. Pass auch so rein. Ja, ich liebe das. Also das heißt, die eine Seite ist ein bisschen länger und das ist auch gut so. Aber wenn das Bett runtergefahren ist, hast du hier noch einen Sitzplatz übrig. Hast du da noch einen Sitzplatz? Das heißt, das Bett kann runtergefahren werden, es könnte noch einer frühstücken hier. Genau. So, das zeigen wir mal. Also das ist jetzt die Position, hier können 3 Leute sitzen. Bleibt mal gerade da, damit ich mal hier so einen Eindruck habe vom Gesamtraum. Denn das Auto ist unglaublich kurz und das merkst du nicht. Also das ist, wie kurz sind wir denn? 6,29 Meter. 6,29? Ja. Also fast 5,99 Meter. Fast. Ja, Leute sagen ja immer so, es geht ja um die Schweiz. Die Schweizer, die haben ja Standard-Norm-Parkplätze 6 Meter, weißt du, ist wirklich so. Du fährst auf den Migros und hast da 6 Meter Parkplatz, der irgendwie gefühlte 3 Meter breit ist. Da können wir nur von träumen. Der Schweizer Franke ist ja günstig. Habt ihr das schon gemerkt, dass die Schweizer auf einmal kauflustiger sind, wie noch vor einem Jahr? Also die kaufen wir unserem Importeur. Ach so, schade. Wir verkaufen nämlich direkt in die Schweiz. Ja, ihr habt einen Importeur, habt ihr. Okay. So, komm mal raus und dann zeigen wir das mal. Das Bett ist absenkbar. Auch hier kann man eine richtige Liegefläche draus machen. Wenn ich mal den netten Netflix-Abend mit dem Beamer machen will, das geht. Also das machen Leute sogar, habe ich gehört. Durchaus, ja. Mit so ganz kleinen Beamern gibt es mittlerweile für 250 Euro kriegst du einen Mega-Beamer. Ja. So. Oh, muss ich irgendwas umbauen oder kann es einfach alles bleiben? Runterfahren. Genau, bitte. Ja, fahr mal bitte runter.
Und das Bett ist mega groß. Ja, und du hast jetzt hier noch die Möglichkeit, dass einer sitzen kann beim Frühstücken. Ne? Du kannst deiner Freundin den Kaffee ins Bett bringen. Muss gar nicht aufstehen dazu. Das ist übrigens meine Tochter. Wollte ich nur nicht, dass du hier falsche Dinge... Du meintest also, jetzt nicht die Frau, sondern... Ich meinte jetzt zum Allgemeinen. Okay, sehr schön. Das heißt, du kannst den Tisch rausziehen. Jetzt hast du hier noch Platz. Und das wird auch genauso genutzt in der Praxis. Genau, oder? Das ist die Idee. Dass man einfach sagt, derjenige, der schon da sitzt morgens oder noch da sitzt abends, kann halt hier noch sein Getränk oder noch ein bisschen Brotzeit oder sowas haben. Ja, ja, das Hubert ist... Ich find ein Hubert super. Das heißt, wenn, ich sag mal, Leute so ein Bimobil kaufen, um damit überall hinzufahren, also vom Warmen bis zum Kalten, man kann ja auch in Tunesien auf den Straßen bleiben. Richtig, ja. Und die sind ja teilweise auch, ich sag mal, Schotter und so weiter. Das ist kein Problem. Es geht jetzt um diese, im Prinzip der harte Offroad-Einsatz, oder? Nein, Vorsicht. Der harte Offroad-Einsatz, der ist langsam. Ja. Davon reden wir nicht. Ja. Wir reden tatsächlich von höherer Geschwindigkeit auf diesen Waschbrettpisten, also diese Wellenpisten, wo dann auch immer mal wieder fiese Schlaglöcher sind, wo du die Vibrationen ins Auto kriegst. Da haben wir Bedenken. Wenn du sagst, ich fahre jetzt mal irgendwo an den Strand runter oder ich gönne mir mal einen Tag Dünen, das ist nicht das Thema. Es geht darum, dass du auch garantieren kannst, dass egal was passiert, das Bett nicht kaputt geht. Und das ist natürlich bei diesen extremsten Bedingungen, sagst du, da ist die Firma Lippert vielleicht noch nicht so unterwegs gewesen bisher, oder? Wir haben hier halt einfach so ein bisschen Restspielraum. Okay. Wie gesagt, für den Reisemobilbereich ist das super stabil. Wir spielen bloß ganz ehrlich und wir beraten die Leute halt dahingehend, wenn einer wirklich Piste plant, halten wir das nicht für die gute Lösung. Okay. Weil es gibt Alternativen bei uns. Zum Beispiel, welcher Grundriss? Zum Beispiel in der Größenklasse den EX366. Das ist der Grundriss mit einer kleinen Seitensitzgruppe, wo ich das Bett ausziehen kann, um ein großes Bettfläche dann zu bekommen. Ja, und da kann nichts passieren, das Bett ist fest. Hier und drunter gleicher Grundriss, EX368, ein extrem kompaktes Fahrzeug. Und das ist dann auch wirklich Offroad- und pistentauglich. So, zeig mal, was drunter ist, Can. Das ist euer Standardsystem, das wird überall verwendet? Genau, Folie-Bettfedersystem, super bequem, Kombination mit dieser 3-Schicht-Matratze ist das also ein ganz, ganz tolles Schlafen. Ihr baut das Bett selber? Das Bett wird bei uns selber gebaut, ja. Und das siehst du, es ist genau eingepasst. Das Bettmaß, Carsten? 1,92 breit, 1,40 tief. Krass, das ist groß. Can, du darfst mal drauf und dann können wir das mal sehen. Also nur, dass man mal ein Gefühl hat, 1,92, das ist so breit, das Fahrzeug ist ja kompakt. Also du kommst ja mit dem Auto überall durch. Ich bin hier so bei 2,18 Außenbreite. 2,18? 2,18, also ich bin irgendwo so im Bereich von einem Kastenwagen Sprinter. Krass. Und stadttauglich, ne? Absolut stadttauglich. Das heißt, du kannst irgendwo jetzt in Italien dir auch mal ein Eis holen. Ich fahre in die italienische Kleinstadt rein, kein Thema. Ich bin 3,06 Meter hoch. Auch das geht noch. Aber auch das Thema, ich bin jetzt unterwegs in Italien, habe ein Bimobil dabei. Ja. Das hat doch was von, ist totales Understatement, finde ich. Also du bist da, du kommst immer gut an mit so einem Bimobil, habe ich das Gefühl. Du bist irgendwie auf dem Platz drauf, jeder will da irgendwie reingucken, weil jeder hat vielleicht schon ein Video gesehen. Ja, natürlich das. Die Leute sind interessiert, wenn sie wissen, was das ist. Aber du schwimmst irgendwo unterm Radar, weil du nicht diesen Luxus vor dir her trägst, ne? Die meisten normalen Leute wissen ja eben nicht, was ein Bimobil ist. Ja. Die sehen das nur, ja, Bimobil ist halt ein Wohnmobil, ist halt so zu erkennen, aber die wissen gar nicht, was dahinter steckt, oder? Genau. Erfahrungen, die wir selber haben mit unseren Eigenmobilen und ganz viele Kundenresonanzen. Man ist willkommen mit einem Bimobil. Ja. Die Leute freuen sich, wenn man kommt, weil man nicht so martialisch auftritt, nicht so protzig auftritt, sondern immer ein bisschen Understatement. Und wenn man dann auch nochmal sich ein Lächeln gönnt aus dem Fahrerhaus raus, ist man eigentlich überall willkommen. Ja, komm mal runter, Can, und dann zeigen wir mal, wenn das Bett genauso bleibt. Ja, und das ist jetzt die tiefste Tiefe, oder? Es geht ja nicht tiefer. Das ist jetzt die Endabschaltung, ja. So, und man sieht auch sehr schön, man kann über das Polster prima einsteigen. Schuhe sind übrigens, zeig nochmal, dass wir das sehen. Also diesen nagelneu, du bist mein Zeuge. Trotzdem schlecht, genau. Ja, und wenn du jetzt mal drunter krabbelst, man kann den Tisch noch ein bisschen beischieben. So, und dann wird man nämlich schnell sehen, das geht. Hier kann definitiv einer schlafen. Das heißt, einer schnarcht zum Beispiel, einer will oben alleine sein. Das würde gehen, Can? Ich könnte das wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen höher fahren. Ne? Ja, ein kleines bisschen. Man darf drauf schlafen, wenn es ein bisschen höher ist? Hätte ich jetzt keine Bedenken. Dankeschön. Das ist besser. So, das ist besser. Und jetzt könnten wirklich zwei Personen schlafen. Das wäre kein Problem. Oder Oma und Opa sind da. Die Eltern bringen das dann aufs zum Beispiel auf den Campingplatz, das Enkelchen. Und das könnte dann auch locker hier schlafen. Also das ist durchaus ein Grundriss, wo man meinen Enkel abgeben kann, ja. So, sehr schön. Der Kleiderschrank, zeig mal bitte.
Also man muss, warum habe ich jetzt so ewig für das Hubbett gebraucht? Das ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt und du bist ja immer für Ehrlichkeit. Absolut. Es bringt ja nichts, wenn man den Leuten jetzt erzählt, fahr damit nach Afrika, aber die Rüttelpiste dafür ist nicht gebaut. Also wahrscheinlich wird es halten, aber es ist einfach ein Element, wo man sagt, das wollen wir nicht auf lange Jahre hin garantieren. So, ein großer Kleiderschrank. Man könnte hier einen Spiegel reinmachen? Könnte man machen, aber warum? Ich habe ja im Bad einen großen Spiegel. Stimmt, da vorne ist er. Jan, teste mal, ob der geht. Und das Badezimmer ist üppig, oder? Absolut. Separate Dusche, großes Badezimmer. Und das ist also sehr, sehr viel Badezimmer für so ein kleines Reisemobil. Dafür, dass ich ja knapp über 6 Meter bin, eine Banktoilette. Hast du den Einsatz gesehen hier in der gleichen Halle mit dem Bankeinsatz? Habe ich mir nicht angeschaut. Mitarbeiter von mir waren drüben. Er kostet 27 Euro, da ist ein Töpfchen drin, da kannst du das Große ins Töpfchen machen. Ich gehe mal davon aus, dass es der letzte HR380 mit Chemietoilette ist. Wir werden auch den nächsten dann mit Trockentrenntoilette machen. Trockentrenntoilette, du hast das gesehen, da ist ein Rührwerk drin, da kommt ein bisschen Kokos rein und das wird dann fermentiert. Ich glaube, das beginnt direkt sich zu zersetzen, also die Bakterien fangen an zu arbeiten. Anschließend riecht das nach Waldboden. Ja, ich hole natürlich mit dem Kokosfasern oder Holzstreu, was ich nehme, die Feuchtigkeit raus. Dann fängt es an zu kompostieren. Wenn die Feuchtigkeit raus ist, ist der Geruch auch schon raus. Ist eine Lüftung drin. Und wenn ich jetzt die elektrische Ogo nehme, die funktioniert so wie ein Thermomix eigentlich. Ne? Danke, der Vergleich, der passt. Wir haben auch Spaß gesagt, es gibt auch einen zweiten Einsatz, da kann man Brot backen. Genau. So, die Dusche, zeig mal, Jan. Geh ruhig mal rein, die Dusche. Die hat eine feste Duschtür. Ja. So, und die kannst du zumachen. Also das ist Duschen wie zu Hause. Und der Wasservorrat, was kann ich in die reinmachen, wenn er aufgelassen ist? Was haben wir hier drin? 105 ist Serie und wir können 145 auf Option machen. 145. So, kann man das auch mal wirklich duschen mit. So, kann man ordentlich duschen. Ja, es gibt einen neuen Sparduschkopf, den haben wir gezeigt. 1,25 Liter pro Minute, egal was du machst. Okay. Trotzdem, wenn ich lange Haare habe, was jetzt bei mir nicht mehr der Fall ist. Warte, ich zeig das mal gerade. Ja, also ich tue mir mit dem Haare waschen sehr, sehr leicht, aber die Mädels mit denen, gerade meine Tochter, die auch sehr, sehr dicke Haare hat, also richtig viel. Man braucht einfach viel Wasser zu spülen. Ja, der Tank war fast. Der Tank war nämlich fast leer und dann, ich meine, du ist natürlich so, dass man die Pumpe überall hört, so. Und ich sag so, Jan, ich will auch noch duschen, ja. Ich habe gesagt, ich muss meine Haare mal noch auswaschen. Das ist nicht schön. Also es ist absolut fernreisetauglich. Jetzt werden wir mal einen Test machen. Du bist 1,74 Meter groß, mach mal die Dusche zu und komm mal raus. Ja. Genau. Und geh mal bitte durch den Einstieg nach vorne. Und da wird man mal sehen, das ist einer der größten Einstiege in seiner Klasse, glaube ich. Oder? Ja, das ist halt, das unten den Boden braucht man, das heißt die Höhe unten. Plus wir schneiden auf bis zum Fahrerhausdach, also größer geht nicht. Ja, bitte mal durchgehen. Ich filme das mal in Zeitlupe. Das heißt, du kannst ganz normal einfach reintreten und das will man auch gerne machen, oder? Ja, wie gesagt, wir trennen das Fahrerhaus immer ab mit einer stabilen Türe, das aus Sicherheitsgründen. Und wir lassen natürlich auch die Extremtemperaturen, Kälte und Hitze im Fahrerhaus dann vorne. Und wenn ich im normalen Betrieb bin, dann kann ich ihn einfach aufmachen, ganz bequem nach vorne gehen. Auch im Stau mal schnell nach hinten gehen, an den Kühlschrank und was auch immer. Also das ist wirklich bequem und wird damit auch genutzt. Jan und ich haben tatsächlich mit einem Messthermometer einer Infrarotkamera gemessen. Wir haben ja auch den gleichen Aufbau und haben drinnen gemessen. Was haben wir drinnen gemessen? Da war schon die Zwischentür offen, da waren es 20 Grad, wo man schläft, oben am Alkoven. Und hier unten waren es 3 Grad. 3 Grad, also das ist normal, oder? Das heißt, die Entkopplung ist enorm, oder? Ja, das ist auch ganz wesentlich, ja. Ja, das heißt, du hast eigentlich drinnen, wenn das ordentlich gebaut ist, das Wohnmobil nach einem Tag ist innen gleich außen, oder? Also bei der normalen Weißware, klar, wo ich nicht isoliert bin, wo ich zur Frontscheibe rausheiz und die Temperatur die Frontscheibe reinhole, dann kühle ich natürlich aus. Das ist hier nicht der Fall. Dann ist das Thema Sicherheit natürlich noch ein Thema. Du kannst vorne ins Fahrerhaus einbrechen, das wissen die Jungs, wie es geht, ja, aber das war's. Ja. Genau, sobald ich hier eine offene Tür habe oder einen offenen Durchgang, bin ich sofort hinten drin und deswegen machen wir die verschließbare Tür. Also aufbrechen ist das Große. Ich stehe irgendwo, das sollte man vielleicht trotzdem beachten, aber im Bimobil ist es wesentlich schwerer, da haben die oft gar keinen Bock, dann gehen sie zum nächsten. Einfachste Methode, das zu vermeiden, ich stelle mich irgendwo neben eine normale Weißware. Achso, und dann gehen sie in die Wasser. Opferanode und dann geht er bei mir gar nicht rein. Nochmal als Opferanode. Ich fahre jetzt auf die Boot, da gibt es Opferanoden. Richtig, ja genau, da kommt der Begriff her. Als Opferanode. Hast du weißt, was damit gemeint ist? Nee. Also es gibt bei Booten ein spezielles Bauteil, mit dem das Salzwasser korrodiert.
Und dann in dem Moment greift es das andere nicht mehr an. Man nennt das Opferanode. Und er hat gemeint, wenn du jetzt in Rom stehst oder irgendwo in Spanien auf dem Parkplatz vom Supermarkt, stell dich neben einen normalen Hümer. Dann nimmt er den. Und lässt mich aus. Ja, ja, genau. Es ist des geringsten Widerstands. Hümer war jetzt nur ein Beispiel. Also für Platzhalter für irgendeins aus der Serienproduktion. Sehr schön. Kühlschrank, Dometic. Das ist ein AES. Was habt ihr eingebaut? Das ist Kompressorkühlschrank. Ja. Bei uns inzwischen überall serienmäßig drin. Sehr schön. Und der kühlt auch ordentlich. Der kühlt auch ordentlich. Da wird die Butter bei 30 Grad Außentemperatur nicht cremig. Ne? Also die hält dann durchaus ihre Temperatur. So, jede Menge Schubladen. Und das Schöne ist natürlich noch Stauraum über dem Fahrerhaus. Alles ist so gebaut wie ein Original Bimobil. Und der Carsten drückt mal rein. Wow, endlich mal, was ich mal filmen konnte. Ja, dass mal was nicht hundertprozentig funktioniert. Das allererste Mal. Ja, das ist Messe. Messesymptom, irgendjemand hat die dermaßen rausgezogen. Ja. Du bist mein Zeuge, ich habe noch nie gefilmt, ja? dass eine Schublade nicht zuging beim Bimobil. Nein, die ist einfach auf den Auszügen, das sind diese Soft-Einzugsauszüge. Achso, die muss einmal richtig draufgestellt werden. Genau, und irgendjemand hat die Schublade da ausgeklickt gehabt. Okay, alles klar. Halt Messephänomen, die Leute. Sie ist wieder drin. Sie ist wieder drin, genau. So, zeig mal bitte, da oben ist noch Stauraum, Carsten. So, sehr schön. Also ich glaube, das Fahrzeug hat auch Fans hier, oder? Das mit dem Hubpad? Definitiv, ja. So, da sind wir drin. Komm, wir gehen raus und werden noch den roten filmen. Wir sind am Stand von Bimobil auf der CMT 2024. Und übrigens eine Truma-Heizung. Gas oder Diesel, ist das egal? Geht beides? Es geht beides. Bitte nochmal. Serienmäßig ist die Truma-Kombi Diesel drin. Wir haben ja nur einen 20 Liter Gastank zum Kochen. Okay. Ich kann einen größeren Gastank reinmachen, dann kann ich eine Gasheizung nehmen. Sehr schön. Da sind wir. Und das Ganze für, sage mal, guck mal hier, Stefan, 205.098 Euro. Ah, es gibt, glaube ich, eine Besonderheit. Du hast mir erzählt, du kannst nicht garantieren, ob es ein Sprinter wird. Es könnte auch ein Crafter werden. Es könnte, wenn, dann wird es der TGE. MAN-TGE, der baugleiche. Also das ist der. Also könnte sein. Sieht man übrigens auf der Messe nur noch Leute, die ganz stolz MAN-TGE zeigen. Sogar im Preisbereich 400.000 Euro habe ich gesehen bei der Konkurrenz. Ist auf einmal ein MAN drunter. Hatte ein bisschen was damit zu tun, dass die Mercedes so eine große Nachfrage haben, dass ihr es nicht garantieren könnt. Und die Autos sind fast identisch eigentlich, oder? Also es sind gleichwertige Fahrzeuge und den Sprinter Allrad ist momentan ganz, ganz knappe Verfügbarkeit. Also man kommt momentan nicht dran. So, komm mal mit, Stefan, dann zeigen wir das mal. Auch hier ist das Originalrad drauf, ja. Das Originalfahrwerk, das ist richtig gut. Das ist zum Beispiel bei der Polizei, beim Bundesgrenzschutz überall im Einsatz. Genau, jeder braucht momentan diesen Allrad. Das neue aktuelle Allradsystem ist richtig gut geworden. Schiebt das Drehmoment an das Rad, wo ich es haben will und brauche. Das heißt, dieser Bremseingriff ins Rad kommt extrem spät. Das heißt, ich fahre also sehr, sehr lange ohne Energieverlust mit dem Allrad und es ist ein einfaches Allradsystem. Das heißt, ich muss als Fahrer eigentlich mich nicht mehr auskennen, sondern einfach fahren. Hier uns der Gastank, wir müssen es gerade noch zeigen. Vielen Dank, Stefan. Allrad 4x4. Bereits schon dieser Schriftzug wurde in China kopiert. Es ist wirklich eine große Ehre, eine Kopie zu sehen aus China, wo die euer Design kopiert haben, den Schriftzug kopiert. Teilweise wird das ganze Design kopiert, also wo die hingegangen sind. Hier zum Beispiel mit dem Rot, mit diesen Ausfräsungen und so weiter, die ja etwas Dynamik in den Haufen bringen sollen, was dir auch gelungen ist. Ich finde dein Design immer extrem, obwohl es hier schon wild ist, ja, extrem zurückhaltend. Also es ist so ein Mittelding. Ich weiß gar nicht, wie du das immer hinkriegst, dass die immer so gut aussehen. Es ist jedes anders, habe ich das Gefühl. Es sind immer andere Ideen und die Philosophie ist einfach, dass man sagt, ich übernehme die Farbe vom Fahrerhaus weich ins Silber der Wohnkabine rein. Und das muss man natürlich dann mit Strukturänderungen machen und das sind dann immer die Ideen dazu. Und Sabine und ich, also meine Frau und ich, wir haben nochmal so eine Idee, dann haben wir einen sehr, sehr guten Grafiker und Folierer, der nimmt dann den Ball auf, bringt dann einen Gegenvorschlag und so in zwei, drei Iterationsschritten haben wir dann eigentlich immer richtig gute Lösungen. Bimobil im Januar 2024. Tschüss Carsten. Ciao Sven. Tschüss Jan. Tschüss. Tschüss Stefan. Ciao Sven.